Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. So, und damit herzlich willkommen zurück zu The Quarry, Leute, und die letzte Folge, da ging es ja richtig ordentlich ab. Also ich würde sagen, die Hillbillies sind keine Freunde vorher von uns, aber so viele sind ja auch nicht mehr übrig. Was ist mit dem Werwolf, den wir versehentlich im Keller freigelassen haben? Fragen über Fragen, und ich hoffe, dass wir ja einige davon in dieser Folge klären können. Und dann würde ich sagen, klickt noch schnell aufs Däumchen, wenn ihr noch nicht habt, und dann geht's los. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch, keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Wir suchen Zündverteiler, ja, weil, und ich habe es noch am Anfang gesagt, ja, ob das eine gute Idee ist, das Auto zu manipulieren. Wenn du jetzt überlegst, ne, eigentlich nur weil, ja, der eine irgendwie, noch so eine Chance haben wollte, bei der Emma, stecken wir eigentlich in dieser ganzen Kacke. Da sieht man es mal wieder. Ja, da sieht man es mal wieder, was sowas auslösen kann. Und man sollte doch ja eher immer mit Bedacht vorgehen. Ne? War jetzt im Nachhinein betrachtet keine gute Idee, würde ich mal behaupten. Enden. Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Ui, jetzt auch noch ein gruseliger Schrottplatz. Wir gucken aber mal eben schnell nach oben, ob es da irgendwas gibt. Vielleicht finden wir da ja eine Tarotkarte oder so. Was haben wir hier noch? Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Naja, was heißt geplant? Ich glaube eher, dass die sich das halt alle immer markiert haben, damit sie es nicht vergessen und unter Umständen dann in der Zeit vielleicht irgendwie weggesperrt werden können oder sonst irgendwas. So, Schrottplatz, Notiz. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Wer ist Tee? Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Ja, wahrscheinlich ging es da, denke ich mal, um das Auto von Laura und Max, weil der Chris hatte ja zum Cop gesagt, hier, du hast ein Auto verschrotten lassen. Und ich denke mal einfach, damit es da keine Beweise gibt, dann halt auch die Bitte, dass einfach die Verschrottung nicht in die Bücher eingetragen wird. So, hier haben wir nichts mehr.
Dann können wir jetzt auf den gruseligen, gruseligen Schrottplatz gehen, worauf ich überhaupt keine Lust habe im Moment. Ja? Boah, dieser Bewegungsmelder, ne Leute, ehrlich jetzt. Boah, ich erschrecke mich immer so. Natürlich gehen wir zuerst den ja gruseligen, gefährlichen Gang lang. Alter! Hört doch mal auf jetzt, Leute, bitte. So, bis jetzt gibt es ja auf jeden Fall noch nicht viel, würde ich sagen. Na klar, viel Schrott, aber halt nichts Brauchbares, ne? So. Aber normalerweise müssten die doch auch irgendwo ein Lager oder sowas haben. Wo, hier ist was? Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Ja, das ist auch so eine Sache, ja, mit Ryan. Klappt das alles so, wie die sich das vorstellen? Ja, und ja, setzt die Selbstheilung noch rechtzeitig ein, oder? Oh. Ey, wenn dieser Bewegungsmelder, ehrlich, Leute, ja? So ein ehrenloses Dreckstück. Ich würde sagen, wir gehen hier mal hinterher. Die hat, glaube ich, mehr Plan als wir. Ich weiß es nicht. Aber warum gehst du denn da raus, Mädchen? Was ist denn los? Warte mal. Nee, wir gehen. Komm mal mit. Hier, wir gehen erstmal da lang. Wir haben da noch gar nicht alles gesehen, glaube ich, oder? Bewegungsmelder machen mich echt fertig, Leute, wirklich, ohne Scheiß. So, gehen wir da noch hoch. Nein. Ah, das Gericht. Sehr gut. Ja, gut, dass wir nochmal umgedreht sind. Ja. So, aber sie kommt nicht mit, ne? Ja, sieht nicht so aus. So, was haben wir hier? Weggeworfene Schilder. Wir schauen mal. So, die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange hier. Ah, okay. Vom Habarum Skabarum Zirkus. Ah, da ist sie wieder. Was ist das? Harum Scarum. Siehst du das, Caitlin?
Okay, Harum Scarum. Ich werde mir den Namen aber eh nicht merken können. Und deswegen, ja, werdet ihr immer von mir hören. Habarum Scabarum. Ja, es tut mir sehr leid, Leute. So. Aber ihr wisst ja dann, was ich meine. So, ich glaube, jetzt können wir auch zurück. Hoffe ich mal. Also, ich weiß nicht. Wir gehen ihr jetzt mal hinterher. Mal gucken, wo sie hin will. Schon cool gemacht, das ganze Spiel, wirklich. Auch diese unterschiedlichen Locations, an denen wir spielen, finde ich. Ich mag das halt immer, wenn es sehr, sehr abwechslungsreich ist, und ich finde, das ist es hier auf jeden Fall. Ja, also wir waren schon in den Wäldern, wir waren ja in Hackets Haus, wir sind jetzt hier auf dem Schrottplatz, wir waren im Camp. Ja, es macht es einfach viel, viel abwechslungsreicher und auch spannender und auch irgendwie halt, ja, na, authentischer. Oh, oh. Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. So, wir gehen hier hinterher. Also es macht es einfach viel, viel lebendiger, das Ganze, wenn diese unterschiedlichen, durch diese unterschiedlichen Locations, und wenn es dann noch gut gemacht ist, so wie hier, und es ist unglaublich gut gemacht, das ist meine Meinung, ja, dann kommt da halt ein richtig geniales Spiel bei raus. So, ja, wir kommen schon. Geh doch mal voran, wo willst du eigentlich hin? Sag uns doch einfach mal, was du machen willst. Irgendwie will sie wieder gehen, oder was? Aber wir brauchen doch noch einen Verteiler. Ja, ist das dein Ernst jetzt? Und jetzt bleibst du stehen, oder was? Hä? Was, wenn wir hier rausgehen? Ja, können wir nicht, dachte ich mir. Ja, toll. Was läufst du denn voraus, wenn du überhaupt keinen Plan hast? Was ist denn los mit dir, Mann? Boah, dann komm hinterher jetzt. Los, hopp. Mann! Ey, ich hab gedacht, wir latschen dir einfach mal locker hinterher. Na, die wird schon wissen, was zu tun ist. Aber, ja, die hat scheinbar keine Ahnung. Aber es muss doch irgendwo ein Lager oder sowas geben. Das gibt's doch nicht. Hm? Irgendwo müsste doch eigentlich ein Lager geben, wo die ihre Ersatzteile hinpacken. Aber hier, da kommen wir auch nicht ran. Wir brauchen doch nur so einen scheiß Zündverteiler. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Boah. Die Olle hat mich echt geärgert jetzt. Ja gut, dann warte mal. Komm, wir probieren es einfach nochmal in die Richtung. Gehen wir hier rein? So, hier haben wir nichts. So, dann gehen wir einfach nochmal hier durch. Ich hatte echt gedacht, dass die einen Plan hat. Ne? Warum latscht die denn dann voraus? Und nicht uns hinterher? Ich meine, wir haben zwar auch keinen Plan, ne? Aber immer noch mehr als sie. So. Sagen wir, gucken hier drüben dann weiter. Hier waren ja auch diese Habarum Scabarum Schilder. Oder? Mhm. Ja, genau. So, dann gehen wir mal da weiter. So, irgendwo muss es doch so einen blöden Zündverteiler geben. Da.
Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ängstlich bekomme ich ein bisschen Schutz oder ermutigend, pass auf mich auf, wir machen ermutigend. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Boah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das Ding wird ja auch mega Krach machen. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Okay. Dann mal los jetzt. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Ui. Oh. Hoffentlich das nicht Klein Bobbys Kran, weil, Ach, Scheiße. Käfeln warnen oder Auto heben? Ja, Käfeln warnen. Schwingen oder hupen. Die schwingen das Auto. Ich hoffe, es fällt nicht runter. Oh Mann. Lass uns einfach dieses Auto auf den Werwolf schmeißen irgendwie. So geht's mir auch, Junge. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los.
Wolltet ihr nicht nach dem Verteiler gucken in dem Auto oder so, Leute? Ja, warum sind wir jetzt zum Schrottplatz? Melde dich als Betreuer im Sommercamp, Abby. Da lernst du besser mit Menschen umzugehen, hast jede Menge Spaß und findest Freunde fürs Leben. Ich habe es so satt, wenn man mir sagt... Was mache ich jetzt? Hallo? Ist da jemand? Oje, Leute, immer dieses Geflüstere, ne? Furchtbar. So, wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Und ich hatte es ja noch gesagt, der Sturmkeller ist vielleicht gar keine so gute Idee. So, willst du da dann raus oder was ist hier? Nee, bleib mal drin. Ich hoffe, das hält. Wir müssen erst noch gucken. Achso, okay. Sie wollte nur gucken. Das ist okay, das darfst du. Gucken ist okay. So. Eieiei. Ja, ich hoffe, dass es ihr auf jeden Fall besser im Keller ergeht als Laura und Max, weil für die war der Sturmkeller ja nicht so eine tolle Location. So, da könnten wir vielleicht eine Leiter hoch, aber wir gucken erstmal hier unten noch ein bisschen rum, ob wir irgendwas finden. Und was haben wir hier? Licht aus. Der Jäger muss hier gewesen sein, bevor er uns angegriffen hat. Ja, das ist natürlich gut möglich. So, haben wir denn noch irgendwas, was wir jetzt vielleicht übersehen haben beim ersten Durchgang? Aber ich glaube es fast nicht, oder? Nee, dann, ja. Hopp, hopp, die Leiter hoch, ne? Oh, oh. Alter, die Hexe von Hecatesbury. Alter, Gänsehaut am ganzen Körper, Leute. Wie ekelig. Ja, dieses Geflüster noch dazu. Ich hab mich so erschrocken. Boah. Sollen wir mal, wo die war, hingehen, wo die war? Ich weiß es nicht. Aber sie hat das ja, glaub ich, schon mitbekommen. Und normalerweise guckt man dann schon, ne? Ich mal sagen, boah, die Leiter hoch jetzt, oder? Also wenn es geht, ich weiß es ja nicht.
dafür. Jemand sieht zu. Wir wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na, egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. So, schauen wir uns mal um. Und, ja. Hoffen wir mal, dass die beide sich auch halt voll unter Kontrolle haben. Und sich jetzt nicht hier irgendwie gegenseitig dann auffressen. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Und können wir da nochmal ran? Ah, wir können es einfach nochmal angucken. Okay. Ah, alles klar. Spritzen. Passt. So, was haben wir denn sonst noch? Vorsichtig. Yep. Durch. Was war das? Ich denke. Ich denke, das ist Chris Hackett. Das war's wohl mit dem sicheren Dach. Ah,
Scheiße, Leute. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Alles hat Bedeutung. Jede Entscheidung vermag, die Balance gleich zu erschüttern. Lass dir Zeit. Denk. Überlebe. Vielleicht. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Eieiei, da werden wir wohl als nächstes erfahren, was mit dem Habarum-Skabarum-Zirkus damals passiert ist. Und, ja, vor allem mit Silas, ne, denke ich mal, weil den meint sie wahrscheinlich mit meinem Baby. Das ist ja dieser Wolfsjunge, den wir gefunden hatten, oder dieser Käfig von dem Wolfsjungen, den wir am Anfang gefunden hatten. Und ja, Leute, aber die Folge im Allgemeinen, da muss ich mich entschuldigen, da sind mir ein, zwei kleine Missgeschicke passiert. Das liegt aber daran, ich bin dann manchmal so aufgeregt, dass ich halt diese Quicktime-Events einfach verhaue, oder halt jetzt im Fall, wo wir zu spät geschossen haben, ich wollte mich einfach nochmal umgucken, nicht dass das die Laura ist, und vielleicht hätte man irgendwie erkannt, wer das ist, und deswegen habe ich, glaube ich, zu spät geschossen. Das tut mir sehr leid, aber ne, wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo freuen, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.